Hallo und herzlich willkommen zur letzten Skincare-Routine in diesem Jahr. Das ist die große Abschiedsrunde, denn viele Videos kommen in dem Jahr natürlich nicht mehr. Es fühlt sich jedes Jahr einfach komisch an. Und ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und in dieser Skincare-Routine kommen Produkte vor, die ich in der Review-Woche letzte Woche beispielsweise vorgestellt habe. Und ich würde dir den Ordner gerne unter dem i verlinken, dass du da mal reinguckst, wenn du die Produkte so ein bisschen näher kennenlernen möchtest. Denn heute ist da ja nicht so die Zeit, dass ich näher auf die Produkte an sich eingehe. Es geht mehr darum, wie ich die Produkte kombiniere, weil da kriege ich viele Fragen diesbezüglich. Und das ist mal ein bisschen eine ausgiebigere Routine am Abend. Viel Spaß! Fangen wir mit der Reinigung an und für mich ist am Abend Öl inzwischen essentiell. Ich habe eigentlich mal eine Zeit lang gedacht, ich könnte morgens und abends Öl machen. Morgens gefällt mir das nicht so, daher habe ich immer ein Waschgel jetzt zu Hause und ein Öl. Und das hier ist schon fast leer, also mal ein gutes Zeichen, das mache ich regelmäßig leer. Ich würde dir gerne auch mal meine All-Time-Favorites unter das i packen, also die Oldie but Goldies, da denke ich gar nicht drüber nach, die kann ich empfehlen. Bei dem Öl ist es halt so, da sagen viele immer, das würde ranzig riechen oder es würde nach Fisch riechen oder so. Ich rieche das nicht, mich stört das auch nicht. Man gewöhnt sich vor allem auch so an den Geruch. Ich kann aber verstehen, wenn jemand so frisch Produkte jetzt verwendet ohne Duftstoffe, weil er vorher Duftstoffe gewöhnt war, würde er damit nicht so wirklich glücklich werden, weil das riecht nicht gerade gut. Das muss man schon sagen. Ne? Also ich habe jetzt die Öle von Rossmann noch nicht getestet. Das herkömmliche Öl, Reinigungsöl, hat jetzt keine Duftstoffe mehr, da kann ich nichts dazu sagen. Kommt aber danach, das ist wie schon erwähnt fast leer. Dann gibt es ja ein neues Öl von Rossmann, da kann ich auch noch nichts dazu sagen. Und das kaufe ich halt in der Regel immer gerne, weil ich habe kein Rossmann vor Ort. Da muss ich nur in DM gehen, immer zu dem Öl greifen. Das ist eigentlich auch fast immer da. Und eine Reinigung, eine gute Reinigung muss nicht viel kosten. Und wenn du das so reizarm wie möglich gestalten möchtest, nimm Reinigungsöl. Und diese Reinigungsöle, die kriegt man auch super gut runter. Na, du musst nicht geschminkt sein, sondern es geht vielmehr auch darum, wenn du am Morgen eben Sonnenschutz aufgetragen hast, dann funktioniert das halt mit dem Öl auch am allerbesten, wie du den Sonnenschutz wieder runterkriegst. Also für mich vor allem funktioniert es gut. In der zweiten Runde, also nehmen wir die Reinigung mal vorne weg. Ne? Also Reinigung, ob das Öl ist oder Waschgel ist, egal. Aber ich werde halt oft gefragt, wie trägt man Produkte auf? Von wässrig zu fest. Also das erste ist immer was ganz Flüssiges und das letzte ist meistens immer die Creme. Ne? Also man merkt, so von flüssig zu fest. Und ich habe es in der Routine so gemacht, dass ich mal wieder den Nisana-Toner verwende. Den verwende ich übrigens in letzter Zeit sehr gerne, weil ich zum einen kein Niacinamid-Serum mehr habe. Und da eben Niacinamid und Glycerin mit drin ist und ich mag das eigentlich ganz gern. Ich nutze den gerade morgens wie abends. Das ist immer noch meine erste Packung, weil da ist echt viel drin und von dem braucht ihr jetzt auch nicht so mega viel. Ich mache jetzt keinen Toner leeren. Das kann man aber bei Menschen, die eine trockene Haut haben, kann man das schon echt empfehlen. Ich mache es nicht. Für mich reicht ein Toner und mit dem komme ich gerade wirklich super gut zurecht. Und wer weiß, vielleicht wird es auch ein Oldie but Goldie. Eine zweite Packung habe ich da. Es gibt schon so Standardprodukte, wenn ich bei Rossmann bestelle, die gehen eigentlich immer mit, muss man schon so sagen. Das Theramid-Produkt ist für mich so das beste Beispiel dafür, dass ich keine teuren Hyaluron-Produkte brauche. Die brauche ich nicht. Ich habe mir das damals nur geholt, weil es halt so ein Dreier-Paket war von den... also ich hatte ja das Theramid und dann hatte ich Vitamin C. Und beide wollte ich ganz gerne und da gab es halt so Komplettpakete und kein Paket hat so das 100% drin gehabt, was ich wollte. Also habe ich mir das genommen. Bei dem hat sich ja auch rausgestellt, dass hier ein Carbomer drin ist. Das mag ich nicht so gerne, weil das schlecht abbaubar ist und
Ich mache das jetzt leer, wie schon gesagt, aber das würde ich mir auf keinen Fall nachkaufen, denn den gleichen Effekt habe ich mit anderen Produkten auch, die wesentlich günstiger sind. Aber sonst sind die Theramidprodukte, kann man wirklich empfehlen, ne? Also kann sein, dass ich mir die irgendwann mal wieder nachkaufe, keine Ahnung. Mal auch so ein bisschen beobachten, vielleicht kommen noch andere Wirkstoffe raus. Aber das verwende ich gerade, um es halt einfach auch leer zu machen, also um es aufzubrauchen. Ist ja auch bei Skincare, wenn man dementsprechend viel hat, auch wichtig. Und für meine Verhältnisse, ich brauche natürlich auch Platz für neue Skincare, um eben für euch auch neue Videos zu machen. Also das würde ich mir so nicht mehr nachkaufen, weil das macht für mich keinen anderen Job, wie jetzt andere Hyaluronprodukte bei mir auch machen würden. Ne? Also da braucht man einfach kein teures. So, BHA habe ich in der Routine auch verwendet. Und ich habe besonders das hier einfach auch auf dem Gesicht aufgetragen. Das ist aber mein Go-To inzwischen auf der Kopfhaut. Und ich kann mir vorstellen, dass ich tatsächlich das hier nur für die Kopfhaut nachkaufen werde. Denn seit ich das auf der Kopfhaut auftrage, bin ich wieder bei einer Routine von 6 Tagen angekommen. Das habe ich früher noch nicht mal ansatzweise geschafft, Leute. Noch nicht mal ansatzweise. Und seitdem geht es meiner Kopfhaut einfach auch richtig nice, ne? Also, das habe ich schon lange nicht mehr in der Form gehabt. Eben, wenn du Gesichtspflege hast, die eben ohne Öle auskommt und so, sei dann, du hast eine trockene Kopfhaut, aber ich habe ja das Gegenteil davon. Und diese Gesichtspflege ohne Öle und ohne Duftstoffe und ohne Alkohol auskommt, ab auf die Kopfhaut. Und BHA habe ich halt einfach auch von Leon gelernt, ist super für die Kopfhaut. Und das hier ist halt einfach gerade so ein Standard. Ich probiere es jetzt einmal mit Haare waschen aus ohne, was meine Kopfhaut dann sagt. Einfach mal so gucken. Und ich denke aber, dass ich mir das nachkaufen werde. Im Gesicht mag ich es nicht so. Na, also da habe ich es auch auf dem Gesicht aufgetragen und da ist der Komfort einfach nicht so toll. Es ist klebrig, es ist recht stärkehaltig. Deswegen bin ich halt wirklich übergegangen und habe es dann auf dem Kopf aufgetragen, weil der Komfort auf dem Gesicht finde ich nicht so toll. Und die Verpackung ist kacke, kann man so sagen. Ich habe gleich mal die Pipette kaputt gemacht. Na, also ich muss mir das so rausschütten, weil ich fand das ist nicht gut und mir ist dann die Pipette durchs Bad geflogen, weil sie mir aus der Hand gelitscht ist. Aber das ist kein Problem mehr. Also, das Produkt kann ich nur bedingt empfehlen und ich mag es auch nur bedingt. Auf der Kopfhaut ist es für mich gerade echt Wunderwaffe, kann man so sagen. Da wasche ich es aber auch wieder runter. Auf dem Gesicht mag es tatsächlich nicht so, weil es da eher klebrig ist. So, das hier ist ein Go-To. Und auch das hier wird für mich die dürfen das Serum nie aus dem Sortiment nehmen. Das wird für mich ein Standard werden. Das wird auch ein Oldie but Goldie. Denn hier haben wir ein Ceramid drin. Es ist zwar nur ein Ceramid, aber es ist für mich kompatibel mit allem anderen, was ich halt verwende. Und da ich ja ein großer Fan von der Balea Sensitive mit Urea bin, das in Kombination, das kann ich mir halt echt gut vorstellen. Im Moment habe ich die Urea-Creme nicht, weil ich halt eben andere Dinge gerade aufbrauchen muss. Aber ich liebe das Zeug. Ich habe anfangs gedacht, das ist ähnlich zu dem von Isana. Also ich könnte Isana und Balea vergleichen, aber das sind halt zwei unterschiedliche Serien. Und hier haben halt eben eine nicht ganz so fettige Konsistenz. Das mag ich halt eben bei meiner Haut eben nicht so. Und das liebe ich und werde ich definitiv nachkaufen als vorletztes Routine-Produkt. Jetzt kommt die Creme. Letztes Produkt sollte immer in eurer Routine die Creme sein. Dafür versiegelt ihr alles, was ihr draufgepackt habt, nochmal so in eure Haut. Und da habe ich eine Babycreme tatsächlich. Die ist mit Squalan. Da hat es natürlich jetzt keine fancy Inhaltsstoffe drin. Squalan ist schon richtig gut. Und die ist mal so gut. Die ist zu vergleichen mit der Urea-Creme von der Konsistenz her. Und ich liebe ja die Urea-Creme, das habe ich ja schon gesagt. Bloß hat man hier halt eben keine zusätzlichen Inhaltsstoffe, weil es eben eine Babycreme ist. Was für Leute, die eben
die Inhaltsstoffe wie beispielsweise Urea oder irgendwie noch mehr Zusatzstoffe auftragen möchten, vielleicht ganz geschickt ist. Ich würde mir die tatsächlich auch nachkaufen, aber da sie so ähnlich zu der Urea-Creme für mich ist, kommt sie bei mir eher an zweiter Stelle. Ich finde den Spender super gut, das muss man an der Stelle auch sagen, ne? Also die ist toll. Und gerade eben zu einer kälteren Jahreszeit muss man seine Haut einfach ein bisschen mehr schützen wegen dem Feuchtigkeitsverlust. Und da ist die Babycreme von Baby Dream richtig nice. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die echt so mag, denn ich habe ja noch eine zweite Creme, die von No mit Ceramiden. Und die mag ich tatsächlich so von der Struktur und der Haptik und der Konsistenz her und dem Hautgefühl mag ich die nicht so. Die mag ich die echt tatsächlich mehr. Und von dem her ist für mich auch so ein bisschen diese Kombination hier allgegenwärtig, dass ich mir eben mindestens ein Ceramid dann wenigstens auf die Haut gebe, gefällt mir unwahrscheinlich gut. Also würde ich nachkaufen. Sie ist aber ähnlich zu der Creme von Balea für mich auf der Haut. Und von dem her ja und nein. Also ich würde eher wieder zu Balea Creme greifen. DM ist bei mir vor Ort, Rossmann eben nicht. Und da hat man schon die Antwort. Ich mache im Januar Pause, also ich bin im Januar gar nicht hier zu sehen. Und im Februar gibt es dann natürlich wieder neue Routine-Videos mit neuen Produkten, die ich euch dann vorstelle. Ihr habt die Möglichkeit, mir einfach unter die Videos auch Produkte zu schreiben, die ich vielleicht mal vorstellen soll. Und nicht vergessen, es gibt natürlich auch den Discord, wo ihr auch herzlich eingeladen seid. Und da könnt ihr mit mir natürlich noch besser in Kontakt treten. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zu irgendwelchen Produkten, schreibt mir die wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich denke, ab Februar wird da wieder einiges an Platz sein, weil ich den Januar immer zum Aufbrauchen auch so ein bisschen nutze. Ich sage danke für das Jahr 2022. Es kommen noch zwei Videos, nicht vergessen, aber keine Routine mehr, ne? Also so ist es dann halt auch nicht mehr. Ich sage danke für das Jahr 2022. Zwei Videos kommen noch und falls wir uns nicht mehr sehen, wir sehen uns im Februar wieder. Macht's gut und ja, bis bald.